Ich spreche jetzt für das Institut für Museumsforschung, das mich bezahlt. Diese große Einführung, die Herr Frischmuth gerade so nett vorgelegt hat, die liegt mir tatsächlich am Herzen, weil ich glaube, dass schon vor langer Zeit es nötig war, sich um gemeinsame Schließungen und Zugänglichmachungen im Kulturbereich zu kümmern. Das hieß traditionellerweise Bibliothek, Archiv, Museum. Mein Startpunkt war im Deutschen Institut für Normung, also nun ein Dichter kann man an Standardisierung nicht sein, aber auch an den Problemen, die die bringen. Und es war aber sehr schnell klar, dass das, was ursprünglich sehr stark von Bibliotheken und Dokumentaren getragen wurde, dass das hinaus in die Landschaft muss, dass die Kulturlandschaft natürlich viel größer ist als nur Bibliotheken, ohne ihnen damit in irgendeiner Weise zu nahe zu treten. Ich möchte zunächst dann noch mich bedanken, weil Frau Jacobs und Frau Behrens haben hervorragend die ganze Frage, was ist das eigentlich Standards und wo kommen die her, wie hat man die sich entwickelt, eingeführt haben. Das kann ich mir jetzt alles hier schenken und kann nur sagen, dass die Museen an diesem Prozess deutlich weniger beteiligt waren als Herr Mors und die Bibliotheken, die sie vorgeführt haben. Gleichzeitig ebenfalls der Grund, the ground is already prepared, bei dem, was wir gerade von Wolfgang Kraut und seinem Kollegen gehört haben, in der archivischen Bereich, da haben wir ja auch schon ganz konkrete technische Details gesehen, wie bestimmte Standards nötig werden, wie sie umgesetzt werden und was sie leisten können. Ich möchte jetzt ein bisschen die Aufmerksamkeit, das können wir kurz machen, weil dass es so viele verschiedene Objekte gibt, das hat Frau Behrens und Frau Jacobs ausführlich gezeigt. Das sind einfach nur einige mehr davon und davon kreuchen ungefähr 3 Milliarden weitere auf der Welt rum, die im Einzelnen teils standardisierte Zugänglichmachung möglich machen, zum Beispiel das Buch hier auf der linken Seite, da wäre schon einiges denkbar, auch einiges für Fotografien ist denkbar, anderes ist so unikal, dass es vollkommen unikale Beschreibungen verlangt. Nun ist es so, dass ich gerade falsch drücke offensichtlich. Warum tue ich das? Okay, das war der beste Griff. Jetzt können wir uns ganz auf die Sprache konzentrieren. Okay, so. Jetzt hier ist es übrigens unstandardisiert, nicht? Sonst geht es oben weiter nach vorne und unten nach rückwärts. Hier ist es links und rechts. Naja. Das ist die reale Situation, die wir vorfinden. Kommen wir mal zu einem Aspekt jetzt, weil die technischen Standards, da brauchen wir im Moment nicht mehr weiter viel zu sagen. Einige aus dem Museumsbereich sind in der RDA-Community schon angedockt. Wir bemühen uns dort in der Tat, die Grundsätze gemeinsam anzuschauen und auch anwendbar zu machen. Vieles, was dort in sehr logischer und strikter Form nochmal niedergelegt ist, gibt es ansatzweise auch in Museumsdokumentationen schon. Das ist ja klar, Beschreibung und Dokumentation folgt immer bestimmten Regeln. Da gibt es also schon eine gewisse Verknüpfung und da wird noch weiteres an Arbeit nötig sein, um diese Verknüpfung mehr herzustellen. Zum Teil ist die Standardisierung, jetzt nehme ich mal dieses schreckliche Wort, die Vereinheitlichung, die auf feste Grundlagen stellen, wie immer Sie es nennen wollen, im Museumsbereich tatsächlich durch das Entstehen von Museumsdatenbanken, von Objektdatenbanken vorangetrieben worden. Und die waren zum Teil, jetzt kommen wir zu Herrn Kreuzer zurück, vendor-driven. Das war tatsächlich mehr als in anderen Bereichen, wo man existierende Regelwerke schon umgesetzt hat. Umgekehrt, wir wollen eine digitale Datenbank einrichten und der Vendor hilft mir dabei oder manchmal sagt er mir auch bis ins Detail, wie sollst du denn am besten vorgehen, mit welchen Datenfeldern. Und dann fängt erst der Vorwärts- und Rückwärtsprozess an, mit dem wir sozusagen dann weiter an der Ausarbeitung der Standards arbeiten und wo wir einiges an gemeinsamer Angleichung noch leisten können. Jetzt kommen wir zu einem, damit zum Ende des technischen Teils. Ich möchte jetzt kurz noch etwas sagen über einen Aspekt von Zugänglichmachung, den wir hier nicht vergessen sollten. Das ist ein weniger technischer Aspekt. Jürgen Kuiper hat vorhin hervorragend schon eine kurze Skizzierung gegeben, wie es sich mit Standardisierung und Sprache verhält. Ein dauerndes Wechselspiel, wo es niemals in ein Extrem gehen kann. Es kann niemals vollständig standardisiert werden. Das wäre, glaube ich, schlecht. Es funktioniert aber auch nicht, wenn jeder vollkommen sein eigenes Zeichensystem verwendet, weil dann haben wir keine Sprache und können uns nicht unterhalten. Das gilt in direkter Anwendung auch für die
Bereiche der Terminologie und der Vokabulararbeit in Museen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Zugänglichkeit ist einerseits eine rechtliche Frage, darf ich an das Objekt überhaupt ran? Es ist eine technische Frage, wie komme ich da ran? Gehe ich durch eine geöffnete Tür durch oder öffne ich ein Internetportal oder eine Internetwebseite? Es ist aber auch natürlich auf der Symbolebene, von der vorhin auch die Rede war, natürlich ganz klar auch ein sprachliches Problem. Wenn ich nicht die Ausdrucksweisen kenne, mit denen ich mich diesen Objekten nähern will, wenn ich auch nicht weiß aus dem entsprechenden Sprachschatz, was ich überhaupt für Objekte dort abrufen kann, dann hat es natürlich wenig Sinn mit dem Zugang. Dann kann ich an allem Möglichen rumfummeln und rumstottern, aber ich habe keine systematische Zugangsmöglichkeit. Das ist also der Bereich der Terminologie, des Vokabulars. Das existiert natürlich automatisch in allen Sammlungen von Anfang an, weil überall Zugänglichmachung und Beschreibung bedeutet immer, dass ich in Sprache etwas niederlege über dieses Objekt. Egal, ob es ein Buchtitel ist oder die Provenienzgeschichte einer chinesischen Vase, die am preußischen Königshof gelandet ist oder was auch sonst immer. Immer habe ich Sprachdaten, die ich aufzeichne. Das passiert in Museen, wie ursprünglich woanders auch, sehr lokal, weil ich mich nur mit dem auseinandersetze, was ich unmittelbar vor mir habe und was mein Gesichtskreis ist. Wenn ich ein erfahrener Kurator bin, weiß ich natürlich sehr viel über internationale Zusammenhänge. Nun, es gibt viele tausend Museen und es ist klar, dass zunächst mal jedes ein gewisses eigenes Vokabular entwickelt hat, ausgefeilter oder weniger ausgefeilt, das ist unterschiedlich. Was wir glauben im Institut für Museumsforschung in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Playern in der deutschen Museumslandschaft, wir brauchen auch Werkzeuge und Tools, mit denen wir diesen Zugang vereinfachen können, mit denen wir den sprachlichen Zugang so einrichten können, dass es relativ schnell geht, dass es Einstiegsmöglichkeiten von verschiedenen Levels aus gibt, mit denen man sich in systematisch an Museumsobjekte einarbeiten und an sie heranpirschen kann. Und dafür braucht man genau das Wechselspiel zwischen einer gewissen standardisierten Sprache und aber die Zugangsmöglichkeiten zu dieser Sprache müssen immer offen bleiben. Es hat keinen Sinn, hermetische Vokabularien zu schaffen, die nur noch drei Fachwissenschaftler auf der Welt verstehen. Dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Es gibt, hier sehen Sie eine kurze Auflistung über das, was es an Vokabularen schon museumsübergreifend, aber immer noch bereichsgebunden gibt. Das reicht von Möbeln über Ikonografie bis zu Ackerbaugeräten. Die Entstehungsorte jeweils sind klar in Museen, die einen Schwerpunkt auf diesen Objektgattungen haben. Ganz unten steht der Art und Architecture Thesaurus und ohne dass ich dafür bezahlt werde, werde ich jetzt ein bisschen Werbung dafür machen. Zunächst mal aber nochmal eine Rekapitulation. Wir wollen an die Objekte heran, wir wollen Zugang zu den Objekten. Das geschieht zum Teil durch Portale und wie alle Datenlieferungen an Portale einer gewissen Normierung unterliegen müssen, sonst funktioniert es nicht. So ist eben auch die Frage, ob der sprachliche Ausdruck, den wir ja auch für die Objektbeschreibung brauchen, ob man den entsprechend ein Tool mitliefern kann. Na, das ist jetzt hier unten der Werbebutton. Was ist der Vorteil am AET? AET Art und Architecture Thesaurus, entwickelt in den USA beim Getty Research Institute seit den späten 1970er Jahren, hat also ordentlich schon Tradition und ist zunächst in Englisch entwickelt worden. Es war aber von vornherein klar, dass das multilingual werden soll, sodass es neben dem Englischen auch schon Niederländisch und Spanisch ziemlich vollkommene Übersetzungen gibt. Die chinesische nähert sich der Vervollkommnung, obwohl der Vollkommenheit, wenn man so sagen will, obwohl sie erst vor wenigen Jahren begonnen wurde. Französisch und Italienisch gibt es leider nur teilweise und Deutsch ist in Arbeit. Da haben wir einen großen Bereich, auf den wir gleich kommen werden, gemacht und haben aber noch etliche Arbeit vor uns. Acht Hauptgruppen zeichnen dieses Vokabular aus, weil man ohne Sachorientierung und sei sie auch nur grob, kommt man nicht zurecht. Mit tausenden von Wörtereinträgen kann man genauso wenig was anfangen wie mit tausenden sinnlosen Objektbeschreibungen, wenn es nicht eine gewisse systematische Ordnung gibt, woran man sich da orientieren will. Das ist hier Objekte, physische Objekte, das ist der Bereich, den wir jetzt ins Deutsche übertragen haben.
Andere Sachen sind Eigenschaften von Objekten, Stile und Perioden, denen die Objekte zugeordnet werden und natürlich die Handelnden im weitesten Sinne, vom Kurator bis zum Mikrobacillus. So sieht der Zugang von sozusagen aus Deutsch als Ausgangssprache aus. Es gibt eine eigene Webseite, auf der wir den AAT Deutsch darstellen. Ziemlich einfacher Eingabefeld, wie Sie sehen, und es öffnet sich dann einiges dazu. Es wird immer auch das Englische hier mitgezeigt. Wir machen also keine isolierte deutsche Lösung. Aber wer alle Sprachen nebeneinander sehen will, der muss auf die AAT-Hauptseite, die auch vom Getty-Institut gehostet wird, gehen. Sie sehen hier mal, wie so ein Eintrag aussieht, wenn Sie da reingehen ins deutsche AAT-Portal. Sie finden in der Mitte den Fachbegriff Stich, in diesem Falle Druckgrafik. Sie finden Unterbegriffe dazu, wenn es welche gibt, das ist hier der Fall. Sie finden auch einen Oberbegriff, den Tiefdruck, und Sie finden vor allen Dingen rechts eine Beschreibung. Die ist ganz wichtig, weil das alleinige Benutzen von Wörtern, auch wenn sie sauber, korrekt und präzise sind, führt ganz schnell in Probleme. Das darf ich mit einigen Jahren Erfahrung sagen. Sie übersetzen von einer Sprache in die nächste, von der nächste in die übernächste, und der weiß schon nicht mehr, was eigentlich wirklich gemeint ist, weil die Fachausdrücke sind ohne Erklärung oft nicht verständlich. Also die Beschreibung, manchmal sogar eine richtig saubere Definition, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil an dieser Sache. Es gibt eine eindeutige Ideennummer, die immer gleich bleibt, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Und da sind wir wieder zurück bei den Portalen verschiedenster Art, weil ich Ihnen jetzt noch einen zweiten kleinen Werbeblock vorstelle, den ich aber sehr kurz machen kann, das Lido-Format. Bibliotheken haben digitale Austauschformate spätestens Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts entwickelt. Die anderen ziehen nach. Wir haben es eben bei Herrn Kraut gehört, wie das da im Weiteren aussieht, und Herrn Götze. Lido ist das, was in den Museen entwickelt wurde, weil wir eben Objektdaten an Portale weitergeben wollen. Das ist kein komplettes gemeinsames Format, das ist streng genommen ein Harvesting-Format für bestimmte Kerndaten. Basiert auf diesen Werken, schon wieder Getty, aber eine sehr grundlegende Studie, einem früher Vorläuferformat, an dem das Institut auch mitgewirkt hat, Museum.dat, und dem englischen Spectrum Museum Standard, über den müsste man was Eigenes sagen, mit etwas mehr Zeit sich rausfinden. Und daraus ist geworden Lido Lightweight Information Describing Objects. So sieht die Webseite der Gruppe aus, die das trägt, und rechts sieht man eine Einführungsbroschüre dazu, und es gibt auch eine kleine Propagandabroschüre, der Zugang ist kostenfrei, man muss sich ans Institut für Museumsforschung wenden, und dann kann man sich das auch gedruckt zuschicken lassen, wenn man in der Bahn doch lieber gedruckt liest, statt vom Computer. Gibt schon etliche Anwender, das sind nur einige wenige, inzwischen gibt es weitaus mehr. Und jetzt schließe ich mit dem dritten Werbeblock, ein gerade startendes Projekt auf EU-Ebene, schon wieder dieses schreckliche Wort Projekt, aber das ist wirklich ein Projekt. Das heißt, es ist irgendwann zu Ende. Dort will man den jetzt erreichten Stand digitaler Bearbeitung in Museen von Museumsdaten und den Austauschbarkeit von Museumsdaten und die neuen, modernen, ich sage jetzt mal modernen, das ist ja auch uralt, die allerneuesten 3D-Darstellungstechniken. Dazu will man eine Gemeinsamkeit schaffen. Die sollen sich untereinander verständigen und den Entwicklungsprozess gemeinsam vorantreiben.